Moin, moin Freunde, setzt euch an den Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabi und ich hoffe, ihr seid gesund, denn ich habe heute für euch Covid-21. Nichts Schlimmes, denn es geht nicht um die Krankheit Covid-19 oder irgendwelche Mutanten. Nein, es geht um diesen Tabak hier. Das ist Covid-21. Moment, ich muss es kurz drehen. Hier, so, tada! Covid-21 Tabak haben wir euch, also eine Sorte, die Ausgangssperre haben Maya und ich euch schon vorgestellt. Das Video kam am Dienstag, also vor ein paar Tagen. Guckt das euch gerne an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Heute stelle ich euch den, was stelle ich euch vor? Wuhan. Ja, richtig, genau da, wo das Virus seinen Ursprung hat, zumindest soweit wir wissen. Das ist ein Covid-21 Tabak und ich habe auch schon beim letzten Video gesagt, es ist mit Humor zu nehmen. Humor ist momentan in dieser wirklich krassen, ekelhaften Zeit das, ich sag mal, das einzige neben Impfstoffen, was uns noch retten kann. Deswegen nimmt es nicht zu ernst. Es ist einfach ein Tabak, ein Marketing-Gag einfach in einer ja, Zeit, die uns alle leider betrifft und wirklich fickt. Und wie beim letzten Video auch möchte ich sagen, wir sind wirklich gar keine Impfgegner. Wir sind sogar Befürworter. Wir sind keine Leugner und Schwurbler und einfach, wir sind einfach nicht dumm im Kopf und deswegen möchte ich jedem bitten, der anders denkt, beziehungsweise wirklich denkt, ja, von wegen, ah, neue Weltordnung hier und wie nennen die das? Merkel-Maulkorb da und Grundrechte hier und bla bla bla. Jeder, der so denkt oder auch nur annähernd, bitte jetzt abschalten. Und gehen, weil mit euch wollen wir nichts zu tun haben und ich persönlich am wenigsten. Von Covid-21 gibt es noch andere Sorten, wie zum Beispiel Soforthilfe, Lockdown, Maskenpflicht, Quarantäne, Ausgangssperre. Ausgangssperre haben wir euch ja vorgestellt schon vor ein paar Tagen. Impfstoff und Impfpflicht. Impfpflicht finde ich, ja, wie gesagt, bisschen, aber naja, ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Ich hoffe, ihr auch. Heute stelle ich euch ja den Wuhan vor, da wo der, wie ich schon gesagt habe, der Virus entstanden ist. Wie jetzt genau, ob es jetzt von einer angeblichen Fledermaus kommt oder ob der wirklich gemacht wurde oder so, darüber will ich nicht reden, weil ich davon keine Ahnung habe. Der Wuhan soll schmecken nach einer, ja, ich sage jetzt schon mal, Vorsicht, das ist eine gewagte Kombi, denn Wuhan soll schmecken nach Traube, Beerenmix und Eis. Traube, Beerenmix und Eis. Komisch, weil ich kenne nur Traube Minz, Traube Eis, Traube pur und so weiter. Aber so, oder Traube mit Johannisbeere oder so gibt es ja ganz oft. Aber Traube mit Beerenmix hatte ich noch nie. Ich würde sagen, ich mache die Dose auf. Aufdrehen, 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 aufdrehen. Der Deckel fällt mir runter. Und wir kommen erstmal zum Geruch. Also es sticht auf jeden Fall eine übertrieben krasse Beerennote. Was das für Beeren sind, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall ein Beerenmix. Ja, ich finde, das ist so ein roter Beerenmix. Ich weiß jetzt nicht so, was da drin ist. Jo, warte, ich. Johannisbeere? Nee. Stachelbeere. Kann sein, dass da eine Stachelbeere drin ist? Ich weiß es nicht. Also vom Geruch auf jeden Fall ein krasser, krasser Beerenmix. Eis, also irgendwie kühl oder so riech ich nicht. Menthol auch nicht. Ja, das war's eigentlich. Von der Traube rieche ich gar nichts. Also wirklich nur so ein komplett krasser Beerenmix. Ich komme zum Schnitt. Zeige ich euch natürlich gleich. Der Schnitt ist, also der Tabak klebt ein bisschen und er ist auch ein bisschen dunkler. Was mich ein bisschen wundert, dass er halt dunkler ist, das habe ich ja auch, wie gesagt, im letzten Video von Ausgangssperre schon gezeigt. Ich finde den Tabak aber, der hat einen guten Schnitt. Wie gesagt, er klebt ein bisschen, aber ein guter Schnitt ist so ein mittelfeiner bis feiner Schnitt. Überschüssige Molasse ist auch ein bisschen da, aber nicht irgendwie weltbewegend. Also einmal umrühren und dann hat sich's. Da gibt es Hersteller, die. Ja, also im Gegensatz zu anderen Herstellern ist da wirklich kaum überschüssige Molasse drin. Ich zeige euch jetzt mal den Schnitt. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen.
Ich drehe es auch nochmal ein bisschen von links nach rechts. Eigentlich dürfte das keine Fragen mehr aufwerfen. Wenn ihr aber Fragen habt, ihr wisst ja, ab in die Kommentare damit. Gebaut habe ich in dem Hooker in Little Funnel, wie man hier sieht. Zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe ihn einfach locker flockig reingetan. Einfach nur begradigt. Die Ränder muss ich gleich noch abwischen. Wie man hier sieht, so sieht das dann aus. Und ich habe somit einen leichten bis, obwohl, warte. Nee, doch, dürfte schon ein relativ guter Ringkontakt beim Zweier-Lotus sein. Und ich würde einfach mal sagen, wir kommen zum Rauchverhalten und zum Geschmack. Und bevor wir jetzt das Video komplett unnötig in die Länge ziehen, möchte ich ganz kurz Eigenwerbung machen, bevor wir zum Rauchverhalten kommen, als auch zum Fazit und zum Geschmack und so weiter und so fort. Es würde mich freuen, wenn ihr hier unten irgendwo da unten einmal auf Abonnieren drücken würdet. Das müsste, also auf jeden Fall hier, da wo Abonnieren steht, meine Güte, ey. Und die Glocke aktivieren, das würde mich riesig freuen. Und dafür würde ich eure Penisse oder Nippel oder Arschhaare küssen, was auch immer ihr wollt. Ich würde sagen, wenn ihr einen Fallfahren habt, raucht die mit mir mit. Und wenn nicht, habt ihr halt leider Pech gehabt. Wie komisch habe ich das gerade ausgesprochen? Pech gehabt. Okay, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zum Rauch. Wir kommen zum Rauchverhalten. Also es ist auf jeden Fall ein schöner, dichter Qualm und der Tabak kocht nicht, er kann wirklich gut Hitze ab. Ich rauche mit dem 2-Lotus, wie ich gerade schon beim Kopfbau gesagt habe, und 2 Kohlen und dem Deckel drauf. Also er kriegt wirklich schon gut Hitze ab. Ich habe einen guten Kontakt und also hitzeverträglich ist er auf jeden Fall. Ich rauche nochmal kurz weiter. Ihr habt beim Geschmack, beim Einatmen, was ich muss es, es schwankt immer so, es schwankt immer. Ihr habt beim Einatmen ein leicht kühlen, also wegen dem Eiseffekt, eine leicht kühle Beerenmixnote. Also man schmeckt jetzt nicht irgendwie, wie ich schon beim Geruch gesagt habe, man riecht jetzt nichts raus. Man kann aber auch nichts rausschmecken, was an eine bestimmte Beere erinnert. Also mich erinnert das jetzt persönlich an rote Beeren, aber ich kann jetzt keine bestimmte Beere so rauspicken und irgendwie benennen. Also es ist auf jeden Fall ein kühler Beerenmix beim Einatmen und beim Ausatmen ist es eine helle Traube. Zumindest meine ich, dass es eine helle Traube ist. Es schmeckt auf jeden Fall nach einer. Aber es schwankt. Es schwankt immer zwischen beim Einatmen ein kalter Beerenmix und dann beim Ausatmen ein Traube-Mix, also eine Traube, eine kühle Traube. Und manchmal ist es auch andersrum. Beim Einatmen die Traube und dann beim Ausatmen erst der Beerenmix. Es ist wirklich skandalös jetzt nicht, aber es ist schon ein guter Mix. Also es wechselt sich einfach ab. Es wechselt sich ab und dadurch kommt, finde ich, beim Rauchen, ich rauche den jetzt ungefähr 20 Minuten, bisher gar keine Veränderung, wie gesagt, mal so und das finde ich, macht einen für mich unter anderem einen guten Tabak aus, weil man jetzt nicht immer so nur das und dann das hat. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist halt es ist eine Abwechslung, die wirklich beim Rauchen gut tut. Ja, also jetzt zum Beispiel war wieder erst Traube, dann Beere. Davor war die ganze Zeit erst Beere, dann Traube. Natürlich immer gepaart mit einer kühlen Eisnote. Ich kann einfach nicht sagen. Ob ich den Tabak aber weiterempfehlen würde, würde ich tatsächlich. Es ist zwar ein Kurwitz-Tabak, wie gesagt, Humor behalten, drüber lachen, auch wenn es
Also ich persönlich, und ich glaube ihr auch nicht und der Hersteller auch nicht, wir lachen nicht über in Anführungsstrichen Opfer oder die Menschen, die an Covid erkrankt sind, sondern einfach Selbsthumor, über sich selbst lachen, über diese Zeit lachen, um irgendwie durch diesen schweren und echt langweiligen Alltag zu kommen. Kaufempfehlung ist meinerseits wirklich raus. Also ich habe jetzt, was haben wir probiert? Ausgangssperre und jetzt den Wuhan kann ich beide empfehlen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schallern und dann werde ich sie euch beantworten. Dieser Zug war jetzt einfach nur ein Paradebeispiel für einen dichten und weißen Dampf. Und dieser Zug jetzt geht auf euch. Damit wünsche ich euch ganz viel Gesundheit, Freunde. Bleibt gesund und passt auf euch auf dass wir uns alle bald wiedersehen können. Und Pappmaul. Und reingehauen. So, das wollte ich sagen. Gottes Willen.